Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich bin die Julie, das ist der Monty und heute werden wir darüber sprechen, warum man den Hund tatsächlich den Po abwischen sollte. Ja, ihr habt richtig gehört, es wird empfohlen, dass man den Hund den Popo abwischt. Es war auch eine sehr interessante Schlagzeile, die ich da gelesen habe. Und warum das der Fall ist, das werde ich euch jetzt erzählen. Tja, das hier ist Kleinspitz Monty. Er ist 3 Jahre alt, für alle, die ihn noch nicht kennen. Und ich bin die Juli, ich studiere im Moment Psychologie und beschäftige mich sehr gerne mit der Psyche des Menschen und des Hundes, aber auch. Und wenn euch das interessiert, dann folgt uns gerne. Aber in dem heutigen Video geht es weniger um die Psyche, sondern, sagen wir mal, um das andere Ende. Und zwar um das Hinterteil. Und wie man sich hier schon denken kann bei ihm hier, kommt es tatsächlich relativ oft vor, dass da mal was drin hängt nach seinem Geschäft. Er hat sehr langes, weiches Fell, auch gerade hier hinten so richtig schön vorhanden sozusagen. Und da, also es ist glaube ich auch bei dieser Rasse sehr bekannt, dass da öfter mal etwas hängen bleibt. Trotzdem gibt es Gründe, warum dies öfter passiert. Und die stelle ich euch nun vor. Denn das falsche Futter führt in erster Linie auch zu viel zu weichem Kot. Also es kann sein, dass ihr ihm zum Beispiel zu viel Nassfutter gebt. Dann ist natürlich auch logischerweise der Stuhlgang weicher. Ich habe gerade spontan die Deko ausgewechselt, weil ich dachte, das passt gerade so gut zum Thema. ja, wo waren wir stehen geblieben? Also es könnte in erster Linie an dem Futter liegen, dass es vielleicht zu feucht ist. Es kann aber auch generell das falsche Futter sein, dass er es einfach nicht so gut verträgt und deswegen der Stuhlgang eben ein bisschen wässriger ist. Außerdem kommt das vor, wenn der Hund etwas Schlechtes gegessen hat. Dann kann der Darm das alles nicht richtig aufnehmen. Gerade dort, wo im Darm die Nährstoffe aufgenommen werden, wird das Essen dann quasi einfach nur durchgeschoben, ohne dass sie eben abgegeben werden. Was dazu führt, dass die Flüssigkeit vorhanden bleibt, also nicht abgegeben wird und so halt hinten rauskommt. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, kann es sein, dass euer Hund auch etwas längeres Fell hat und das einfach generell ein Problem ist bei langem Fell. Also wird natürlich empfohlen, dass man das hinten so ein bisschen abschneidet. Aber warum ist es denn jetzt so schädlich, wenn da so ein bisschen was ist? Also mal abgesehen von den ganzen hygienischen Gründen, die man sich ja schon denken kann. Es ist einfach total eklig. Aber es ist auch ein großes Risiko für Infektionen. Selbst wenn nur kleine Partikel in die Wohnung kommen, kann es sein, dass sich der Mensch daran infiziert. Und da sind vor allem Kleinkinder und ältere Menschen betroffen, die ein bisschen anfälliger dafür sind. Man muss natürlich auch aufpassen, denn Kot kann zum Beispiel auch am Schuh kleben bleiben. Also wenn irgendwo draußen welcher rumliegt, von auch meinetwegen irgendwelchen anderen Hunden, nicht mal unbedingt vom eigenen, also es wird ja sowieso immer empfohlen, dass man den einsammelt direkt in so eine Plastiktüte und dann wegschmeißt. Aber wenn da irgendwo was ist und es bleibt am Schuh hängen und es verteilt sich in der Wohnung, dann ist das für die Gesundheit nicht gut. Außerdem kann es beim Hund selbst zu Entzündungen kommen, vor allem an der Analdrüse. Oder es führt zu Krankheiten im Darmbereich. Von daher gibt es da schon mal sehr viele gute Gründe, um da auf mehr Sauberkeit zu achten. Aber worauf ihr auch noch achten solltet. Tatsächlich ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich den Kot direkt ein bisschen anschaut. Der Geruch ist jetzt hier mal zweitrangig, aber gerade Konsistenz und Farbe sagen sehr viel über den Gesundheitszustand des Hundes aus und gerade Krankheiten können so viel schneller entdeckt werden. Ich weiß, es ist eine echt eklige Angelegenheit, aber wenn man ein bisschen mehr aufpassen möchte und da präventiv handeln will, dann ist es nicht verkehrt, sich das einfach mal ein bisschen vor Augen zu führen. Also hat der Hund sein Geschäft erledigt, sammle ich das sowieso am besten direkt ein. Hat er jetzt noch irgendwie was am Fell, nehme ich das weg und dann könnte ich da mal einen Blick drauf werfen, um zu sehen, ob da auch bei ihm alles in Ordnung ist. Ihr wisst jetzt schon mal, warum es nicht gut ist, wenn der Hund da ein bisschen was dran hat. Und jetzt wisst ihr aber auch, warum ihr euch das mal genauer angucken solltet. Genau, mein letzter Satz war eigentlich, beziehungsweise was ich euch noch mitgeben wollte, man weiß ja natürlich, dass der Hund einfach nicht reden kann. Das heißt, man kriegt es auch gar nicht mit, wenn er Verdauungsprobleme oder Magenschmerzen hat. Und vielleicht ist er ein bisschen schläfriger als sonst und man beobachtet natürlich generell sein Verhalten, aber ich finde, man sollte auf andere Dinge genauso achten. Und da kann es eigentlich gar nicht mehr so schädlich sein, wenn man da hin und wieder einen Blick drauf wirft.
Außerdem bleibt so die Wohnung sauber und der Hund wird sich wohler fühlen. So, wir sind damit am Ende unseres Videos angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und vielleicht auch einen neuen Einblick gegeben in dieses Thema, beziehungsweise ein bisschen inspiriert. Und ja, bei manchen muss ich die Haare immer so ein bisschen abschneiden. Und was ich jetzt auch entdeckt habe im Internet, es gibt tatsächlich Hundetoilettenpapier, was extra dafür gemacht wurde, für den Hund, was man tatsächlich auf den Spaziergang mitnehmen kann, damit man ihn direkt da säubern kann. Finde ich jetzt nicht unbedingt notwendig. Also wenn bei ihm da irgendwie noch so Reste sind, dann packe ich ihn direkt in die Badewanne und dusche ihn ein bisschen ab. Und sowieso, ja, schneide ich halt die Haare regelmäßig, dass da einfach nicht so viele Möglichkeiten bleiben, dass da etwas hängen bleibt. Oder ich säubere es mit einem nassen Tuch. Also, ja, ich finde, man braucht nicht unbedingt dieses Hundetoilettenpapier. Aber vielleicht gibt es ja auch Feuchttücher für Babys zum Beispiel, die möglichst ohne Chemikalien sind, sehr natürlich. Und dann, denke ich, kann man die auch für den Hund benutzen. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal. Und dann sagen wir, bis zum nächsten Mal. Hallo, wo bist du? Oh, das darf nicht wahr sein. Was ist das denn? Was ist das denn hier für ein Nest? Pfui, komm mal rauf da.